meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal dabei seid. Gabis Kochbuch, dem Kind-Kanal zum digitalen Kochbuch euromehl.com. Ich habe herrliche Äpfel von meiner Bäuerin bekommen. Die sind abgefallen, lassen sich nicht mehr lagern. Und darum werde ich sie zu einer Bratapfelmarmelade verarbeiten. Wenn du auf der Suche bist nach einem netten Weihnachtsgeschenk, dann wäre das zum Beispiel etwas, weil etwas Selbstgemachtes kommt immer ganz gut an. Und wir brauchen dafür Äpfel, Honig, Mandelblättchen, Ingwer, Chilipulver, Vanilleschote, Zimtrinde, Bio-Orange, Honig und Gelierzucker. Und einen Topf mit Wasser, denn bei uns wird jetzt alles verarbeitet. Die Äpfel werden im ersten Schritt einmal geschält und die Apfelschale kommt sofort in einen Topf mit Wasser. Das hat den Sinn, wir wollen ja alles von den Äpfeln verarbeiten und in manchen Rezepten findest du ja dann, dass du Apfelsaft dazugeben sollst. Und ich gebe einfach ins Rohr die Apfelreste gleich in Wasser mit. Ich gebe auch das Kerngehäuse dazu. Und so haben wir dann gleich einen herrlich aromatischen Fruchtsaft, die zum Aufgießen unserer Bratapfelmarmelade. Dann habe ich da noch Bio-Zitrone. Von der schäle ich einmal mit dem Sparschäler Streifen ab. Die gebe ich auch gleich zu den Schalen dazu. Und dann brauche ich den Zitronensaft, weil der Apfel an der Luft sofort oxidieren würde. Und da geben wir etwas Zitronensaft drüber. Den Ingwer schneide ich einfach nur in Stücke. Den gebe ich jetzt zum Wasser dazu, den braucht ihr nicht chillen, genauso wie die Vanilleschote und die Zimtrinde, die Mandelblättchen und den Chili, den gebe ich gleich zu meinen Äpfeln dazu. Da werden wir bodenbedeckt etwas Wasser dazugeben und jetzt drehe ich dann meinen Backofen auf 180 Grad auf, gebe die Auflaufform dazu und meine Schalen und werde das alles ca. 30 Minuten da drinnen braten. Ich habe jetzt wegen der lästigen Obstmücken umdisponiert und habe gleich alle Äpfel geschält und habe jetzt doch ein größeres Gefäß dafür genommen. Und bevor sie jetzt in den Ofen kommen, gebe ich noch meinen Honig dazu. Das verleiht den Bratäpfeln natürlich dann noch eine ganz besondere Note. Und die Äpfel kommen jetzt auf die mittlere Schiene im Ofen. Mein Topf mit den Schalen und dem Kerngehäuse kommt auf die untere Schiene. Und da drinnen werden wir es jetzt schön langsam braten. Meine Bratäpfel sind jetzt ein bisschen abgekühlt. Und auch meine Apfelschalen habe ich ausgekocht. Und die Seite jetzt einmal abduftet, ganz, ganz himmlisch. Und ihr könnt euch ruhig davon ein bisschen mehr machen, weil das kann man wunderschön als Heißgetränk oder als Erfrischungsgetränk trinken. Und jetzt werde ich einmal die Äpfel abwiegen. Weil das Mischungsverhältnis zum Gelierzucker muss ja passen, sonst geliert uns die Bratapfelmarmelade nicht. In der Zwischenzeit habe ich auch schon Gläser sterilisiert. Also das heißt, mit kochendem Wasser ausgespült. Und auch die Deckel habe ich sterilisiert. Weil man muss da schon recht, recht sauber arbeiten. Also ich habe jetzt circa
750 Gramm Apfelpüree. Und ich möchte ja den 2:1er Zucker dafür verwenden. Und da werden wir dann noch zur Marmelade ca. 220 Gramm von unserem gekochten Tee dazugeben. Ich püriere jetzt unsere Früchte. Wie sehr ihr sie pürieren möchtet, ob ihr sie ganz glatt wollt oder mit Stückchen, das bleibt einfach euch überlassen. Apfelmasse gebe ich jetzt in einen Topf. Ich nehme dafür gleich den, in dem ich die Schalen ausgekocht habe. Die Masse soll nicht mehr sehr heiß sein, also je kälter, umso besser, wenn ihr den Chili-Zucker dazu gibt. Jetzt wiege ich mir noch die Flüssigkeit ab. Und da hinein kommt jetzt eine ganze Packung 2:1er Chilizucker. Der geht ja eine Packung für einen Kilo Fruchtpüree zum Einkochen. Und das werde ich jetzt auf dem Herd langsam zum Kochen bringen. Circa 4 Minuten leicht wallend köcheln lassen. Dann können wir die Chiliprobe machen. Und dann werden sie in die Gläser eingefüllt. Unsere Bratapfelmarmelade hat jetzt fertig gekocht. Ich habe die Chiliprobe gemacht. Also einfach einen Teller in den Kühlschrank stellen, bevor er beginnt zu kochen. Und wenn man da so ein Löffelchen voll drauf gibt und die wird fest, dann ist auch die Marmelade perfekt. Ich fülle sie jetzt in meine vorbereiteten Gläser ab. Den Rand ein bisschen abwischen, wenn man gepatzt hat. Dann fest mit dem Deckel verschließen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Glas auch noch auf den Kopf stellen. Aber für gewöhnlich entsteht beim Abkühlen ohnehin ein Vakuum im Glas, das unsere Marmelade haltbar macht. Die Gläser jetzt noch ein bisschen nett verpackt und natürlich schön angeschrieben. Und so habe ich schon ganz nette Geschenke für Weihnachten. Selbstgemachtes kommt sowieso immer am besten an. Ich freue mich wieder unheimlich, dass du dabei warst. Also du siehst, Marmelade aus Äpfeln geht recht schnell, sehr einfach und schmeckt unheimlich aromatisch. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung dazu gibt's für dich wie immer unter www.euromil.com.